Amigos. Mein Name ist, ihr kennt mich und ich bin auf jeden Fall Looney. So, und Moment. Ton erstmal ein bisschen hochdrehen, das kann ja sonst keiner aushalten hier, so leise wie das ist. Ja, ich bin zurück. So, pass auf, du heilst jetzt den und du heilst den. Das ist die lonische Heilkette, von mir selber entwickelt, um Großes zu vollbringen. Nee, keine Ahnung. Ich könnte die Eisenzeit. Wenn ich jetzt noch irgendwo ein Goldreservoir finde, dann bin ich stolz. Wir schicken einfach mal einen Speer los. Und ich könnte vielleicht einen Wall, ich kann keinen Wall bauen. Das sind die Kriegsgaleere und ich habe nur Erkundungsschiffe. Ja, that was easy. So geht's natürlich auch. Das ist geil, ohne größere Verluste einfach zack, bam. Voll in die Fresse, du Spaß. Du dummer Spaß. Mein Name ist Looney und ich habe dich gerade richtig durchgefickt. Ach ja, was mir einfällt, alle meine Spielstände sind wieder da. What the fuck? Wenn wir ehrlich, what the fuck, Alter? Was, warum sind meine... Also ich meine, auf einmal, gestern war alles weg und auf einmal ist alles wieder da, aus der Hölle. Soll das irgendwie ein Scherz sein? Also, ich weiß es nicht, ist auch egal. Oh, hallo, dann gibt's gleich mal... Ach, der greift dich an, das ist ja traurig. Ja, was schade ist das denn? So. Du heilst irgendeiner von denen ist doch nie mehr flockig. Wunderbar. So, Gold gibt's hier aber trotzdem nicht, ne? Nein. Ach, fuck. Ich will doch nur ein bisschen. Ich will nur ein bisschen Gold. Ich will nur ein bisschen, ich will doch nur ein bisschen Gold. Scheiße, ich habe hier den dämlichsten Speer von ganz Babylonien erwischt, ey. Ganz Babylonien, Alter, ehrlich mal. Ja, ehrlich. What the fuck, ey. So, schauen wir mal. Sag mir bitte, es gibt hier ein wenig Gold, natürlich nicht. Natürlich gibt es hier kein Gold. Looney der Sänger. Ich hab mir über überlegt. Ich könnte ja, ich sollte ja vielleicht. Das wäre doch mal eine Idee, sag mal an. Und zwar könnte und sollte ich mal... ich hab's vergessen. Was wollte ich jetzt sagen? Egal, ich wollte auf jeden Fall irgendwas und das wird auch in die Tat umgesetzt. Ayoyoyo. Fuck it. Ey, komm, Leute, es geht nicht. Jetzt reicht's. Jetzt wird erstmal ein Wall aufgebaut und danach ein Bogenschütze bekehrt. Danke. Ein Bogenschütze bekehrt, richtig. Na komm, hallo, hallo, hallo. Macht hier, keine Ahnung, macht irgendwas einfach. What the fuck? Gut, das Duell gewinnt meiner. Ja, das gewinnt meiner, aber... Nein, ich glaub's nicht! Wuhuhuhu! Hello, little gold, oder was? Ja, wie geil! Da hat er das Gold gefunden, Amigos. Looney hat das Gold. Looney hat das Gold. Wo auch immer der Gelbe herkommt, aber ist ja egal. Erklären kann mir jetzt sowieso keiner am Ende. Auf wieder. Genau, mhm. Pflanzt mir noch eine Kaserne hier oder was? Noch alles flockig im Schritt.
Ich glaub's ja auch. So, warte mal, mal hier hin. Ich versuche jetzt mal abzudichten. Ich weiß nicht, wie gut mir es gelingen wird, aus dem einfachen Grund. Naja, ich meine die, ne? Es ist halt so. Ne, aus dem einfachen Grund, die haben natürlich Katapulte. Und ich habe keine Katapulte. Und das so kann man, glaube ich, die Thematik grundlegend zusammenfassen. Das ist das ganze Problem an der Sache. So, bauen wir hin, dann machen wir hier noch. Hahaha! Loser! Und vielleicht noch einmal so hier quer rüber oder keine Ahnung. Es geht ja auch nur ums Prinzip hier, hier. Attacke! Ach komm, ey! Bitte, 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 bitte. Danke. War da jetzt so schwer? So, Wald zu Ende. Da muss ich sofort Türme bauen. Ich brauche unbedingt Dorfbewohner, gar keine Frage. Gar keine Frage. Frage. Wer denn jetzt schon wieder? Geht mir doch auf meine Eier, ihr Wichser. Mal ohne Schmonz. Ich kotz den scheiß Perserteppich voll, oder was? Ach so, da war auch noch was, hoppla. Oh! Mann! Sie rasieren mir die Eier, Sir. Rasieren. Verstehen Sie? Okay. Was geil wäre, Feld. I need unbedingt ein bisschen Nahrung. Und ein bisschen weniger Holz, WTF. No more Holz, please. Mal schauen, ich probier's wieder. Wenn mir die Galeere auftaucht, verpiss ich mich. Aber achtkantig. Gut. Dann. Türme kann ich noch nicht bauen, es wird sich aber gleich ändern. Ehrlich. Ich meine, ernsthaft? Ich meine, what the fuck? Die haben. Alter! Nee. Knickt da mal ganz schnell Keule oder was? WTF? Priester, komm! Bist du eigentlich behindert? Bist du eigentlich behindert? Seid ihr eigentlich alle behindert? Mal ganz ehrlich. Es ist keine Schande, behindert zu sein, aber ihr gönnt euch ja richtig oder was? Alter Schabrowski, okay. Wald zu und danke. So, Turm kann jetzt kann entwickelt werden, danke. Es geht richtig gut los hier. Wo habe ich noch Dorfbewohner? Also an das Gold muss ich ran, keine Frage. Genau. Genau das ist nämlich das Problem an der Sache. Mal ehrlich, Leute, ihr seid irgendwie ein bisschen lächerlich. Ganz vage Vermutung. So, Bogenschütze gegen... Warum? Woher habe ich einen Kompositbogenschützen, wenn ich hier den einfachen gleich in den Arsch ficken kann? Also, jetzt mal, ne? Matachel ist bei den Fische. Ist ja irgendwie so. Ist ja irgendwie so. Oder wir machen es einfacher. Haha. Wer hat den Priester, Bitches, hä? Wer hat den Priester? Ajo, Alter. Priester-Rap. Alter, kann der mal weniger Sand in der Vagina haben? Wäre korrekt, Digga. Danke. Jetzt habe ich auch noch einen Außenposten hier, wie geil. Fick das Boot nieder.
Ja, okay, ich bin tot, egal. Ist egal. Hauptsache der Spasti hier kriegt auf die Fresse. Mein einziges Problem könnte noch werden, wenn sie hier Leute entladen, aber ich hoffe mal, soweit kommt es jetzt nicht. Ansonsten bin ich ordentlich in die Backen gekniffen. Und ich hoffe, ich meine die im Gesicht. Warum brauchen die eigentlich, die brauchen immer so ewig langen Turm zu bauen, das ist Wahnsinn. Habe ich noch nie verstanden, alle Gebäude immer so zack, 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 bam aufgebaut und hier so. Verstehe ich nicht. Das ist viel zu hoch für meinen geistigen Intellektuell, was? Genau so kommt es mir aber auch vor, mal ehrlich. So, Beobachtungsturm. Hafen. Ja, ein Hafen, der wäre so nett. Ein Hafen wäre ein so nett. Habt das verstanden? Ich nämlich nicht. Es ist, als hätte ich jetzt überhaupt nichts geschafft in den letzten zwei Folgen. Jetzt, ich fange einfach nur mal von vorne an, so ungefähr. Bis darauf, dass ich hier schon ein paar Gebäude habe. Aber sonst, da geht nicht viel gerade. Ist nicht schön. Finde ich negativ-tastisch. Oder so ähnlich. Ist trotzdem nicht gut. So, dann kannst du mal bei dem Turm mithelfen. Du kannst mal bei dem Turm mithelfen. Du kannst mal bei dem Turm mithelfen. Du kannst mal bei dem Turm mithelfen. Okay, also Holz hätte ich noch genug. Das ist kein Problem. Nahrung. Ich muss mir echt überlegen, wie ich das jetzt strukturiere hier weiter. Weil mehr als ein Turm geht nicht mehr. Und der wird... Ich nehme an, der kommt hier unten hin. Ach, 150, noch schlimmer. Gut, dann mache ich die Weiterentwicklung. Ach komm, leck mir die Arschrosette. Ja, ich höre. Belegt sich mit dem Turman, Digga. Schlägt mich mit dem Turman, Digga. Nein, du. Aber trotzdem. Bin ich krass dabei, Junge. Und solange nicht mit dem Katapult ankommen, ist meine Verteidigung erstmal gesichert. Wenn die allerdings mit dem Katapult, ne? Ich glaube, wir verstehen, wo der Hase hinläuft gerade. Na, komm schon, danke. Ja, na, komm schon. Fischerboot, habe ich irgendwo Fische in der Nähe? Nein. Es gibt keine Fische in der Nähe, what the fuck? Wirklich nirgendwo sehe ich die gerade noch nicht. Nee. Gut, Rot hat scheinbar alles leer gefischt. Auch geil. Spackenverein, Alter. Ja, übrigens, gestern noch kurz für die Folge zum Nachschub. Gestern Johann König, mua, Zucker. Es war Zucker. Richtig, richtig geiler Scheiß. Johann König 1A. Kann ich nichts anderes sagen. Kauft sein Album. Nee, keine Ahnung. Aber es war wirklich... Es war einfach geil. Gut. Also es hat mein Humor auf jeden Fall 100% getroffen. Und ich glaube, die 33,50 waren es. Die waren es auf jeden Fall wert. Das ist mal als kleines Fazit zum Abend. Und zum Abschluss noch ein kleinen Witz. Wie war die Stimmung in der DDR Mitte der 80er? Hielt sich in Grenzen. So. Das ist so traurig. Egal. Ja, mein Name ist Loni. Und ich nehme ja ein Stück auf, also weiß ich überhaupt nicht, wo ich die Folge zu Ende schneiden werde. Ist ja auch egal. Ja, also ich habe geplant, hier jetzt übrigens so mal 3 Stunden am Stück durchzuziehen. Ich habe einfach Bock drauf. Man hat einfach mal die Gelegenheit, Age of Empires zu spielen und nebenbei zu quatschen, ist geil. Also nicht irgendwelche komischen Themen, wo man sich konzentrieren muss, sondern einfach nur bla bla Bullshit, bla 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 Bullshit, bla 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 Bullshit, bla 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 Bullshit. Loni labert Bullshit. Ich habe eine wunderschöne Singstimme, dankeschön. Vielen Dank, meine Damen und Herren, so. Okay. Die trauen sich erstmal nicht mehr angeschissen zu kommen, der Hafen ist eigentlich auch ein Arsch. Nee, wir brauchen keinen Sound, dass der... Nee. Scheiß auf das Soundpaket. Die Entwicklung, die lassen wir auch alle erstmal. Ich brauche die Nahrung gerade dringend. Die Nahrung gerade dringend.
habe ich immer mal einen mittelgroßen Wall und das, jawohl. Heißt, ich bin hier mal ein bisschen mehr gesichert. What the fuck, Junge? Bau da bitte den Bauernhof hin und mach weiter, du faule Socke. Was ich auch mal machen kann, das ist mir schon längst überfällig. Einfach mal die Gelben hier niederknüppeln. Die Lagergrube vielleicht nicht, die könnte ich behalten. Wie gesagt, Monotheismus und so, aber ansonsten... Abgang. Habe ich genug Steine? Wenn ich gleich genug Steine habe... Leute, ich kann euch flüstern, dann geht's richtig, dann rappelt's im Karton. Ich baue einen Abwehrturm voller Freude und... Abwehrturm, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber ich brauche unbedingt das Gold hier. Wer hat da geschossen? Ach so, das waren meine. Okay. Ich dachte schon, da kommen die Gegner wieder hoch, kann angeschießen oder was? 69, 72, 80, 80, 89, 90. Zack, zack. Wow, Mann, bin ich geil. Und das war jetzt Glück. Dass sie gesehen haben, dass es noch nicht geschlossen war. Alles klar, was haben wir denn hier? Steinabbau, irgendwas Rad. Ich muss unbedingt schnellere Dorfbewohner. Bin ich voll dafür, schnellere Dorfbewohner. Das waren immer noch meine. Kein Grund, gleich so schockiert zu sein. Gut. Was können wir noch machen? Nahrung läuft, Holz vielleicht noch ein bisschen. Scheiße, seid ihr langsam. Das ist ja voll traurig. Das ist ja voll traurig, ihr habt nichts auf Kette. Motherfucker. Oder so. So, wie gesagt, Nahrung läuft auf jeden Fall. Warten wir, bis hier in 1000 steht und dann rulen wir den Shit. Dann rulen wir den Shit mit. Witzig, was? Ich flow wieder den Shit aus dem Shit raus, ganz ehrlich. Ich flow unterirdisch wie Kanalisationssysteme. Oder ich flow den Shit hier unterirdisch. Das wäre auch egal. Egal. Das war jetzt vielleicht nicht so schlau, dafür Nahrung auszugeben. Und ganz ehrlich, es war auch nicht schlau, dafür Nahrung auszugeben. Aber ist egal. Loni kann sich's ja leisten. Wenn er sich's nicht mehr leisten kann, hat er einen Leistenbruch. Alter, das kann ich, das geht nicht. Überleg, Loni, überleg einfach mal, was du da gerade gesagt hast. Da fehlt ein Dorfbewohner. Wo ist er? Aha, du kleiner Schlingel. Du willst dich nicht vor der Arbeit gerückt, ich glaube, es geht los, oder was? Muss auch mal harte Geschütze auffahren, ja? Muss auch mal ganz bewusst sagen, Junge, noch alle Kroketten in die Fritteuse, oder was? Muss er selber wissen, ja. Muss er selber wissen, ganz ehrlich. Entschuldigung. So, das Problem ist, wenn ich dafür jetzt Gold ausgebe. Ich meine ganz ehrlich, das könnte wehtun. Weil ich dann kein Gold mehr habe und auch, glaube ich, nicht mehr an Gold kommen werde. Fast 1337, nein. Aber trotzdem, na warte mal, ich hätte einen Überschuss von, na sagen wir, das sind hier 500. Ich hätte so 850 Goldüberschuss. Das sollte reichen, um irgendeine vernünftige Armee aufzubauen, würde ich sagen. Deswegen alles knusper im Schritt und los geht's. So mal als Motto des Tages. Ein Dorfbewohner vielleicht noch, dass ich ein paar Gebäude bauen kann, Ein paar Gebäude bauen kann. Wow. Leute, mein Wall ist kaputt. Wall, please. Gut, du rappst erstmal den Wall. Was könnte ich denn alles bauen? Eine Bogenschießanlage, ja. Okay, Bogenschießanlage. Tempel. Akademie. Bogenschießanlage, Akademie, mehr kann ich überhaupt nicht bauen. Und das sollte ich auch bauen. Weil es war eigentlich mein Ziel, erst auf Centurius zu gehen, aber dafür wird mir das Gold fehlen. Da brauchen wir nicht diskutieren, also. Es reichen eigentlich auch Phalanxe. Ich meine, die haben 20 Attack. Ich glaube, damit kann man arbeiten. Wenn es nicht so anspruchsvoll ist, geht das schon. Ha, 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 ha.
Ich überlege, was ich mit denen mache, wenn die das Gold fertig abgebaut haben. Brauche ich Holz? Nahrung? Ich würde sagen, zwei machen hier Holz und ich baue noch zwei Felder hier irgendwo hin. Ich glaube, das wäre so das vernünftigste Hoplitz. Ja, ja, Hoplitz ist ja klar. Das ist ja kein Problem. Damit war ja zu rechnen, sagte der Mathematiker. Und Gold weg. So, pass auf. Macht einer Holz. Am besten zwei Holz. Die baut halt irgendwo Felder hin, wenn es sein muss.